Jo Leute, was geht ab? Trainingsjacken Freddy hier. Herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video hier auf meinem YouTube-Kanal Reselling Freddy. Man könnte schon fast sagen, der zweite Teil des am Anfang der Woche hochgeladenen Flohmarkt-Live-Videos. Solltest du den ersten Teil noch nicht gesehen haben, nicht schlimm. Schau es gerne nach diesem oder vor diesem Video, um das Ganze zu komplementieren. Ja, auch in diesem Video werden wieder alle Flohmarkt-Gänger und Trödler und Reseller auf ihre Kosten kommen. Ich hätte zwischenzeitlich tatsächlich Gänsehautmomente jetzt, ist kein Scherz. Ich will aber wieder nicht lang rumreden um den heißen Brei, sondern möchte euch mit ein bisschen Videomaterial verwöhnen. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Solltest du neu hier auf meinem Kanal sein oder das erste Mal zuschauen, dann lass gerne ein Abo da, völlig kostenlos, oder schau auf meinem Instagram-Account Trainingsjacken Freddy vorbei. Wie gesagt, ich glaube, die sind beide kaputt. Oh. Die sind schon Ui. Die haben ein paar Jährchen auf dem Puckel. Ja. Spiele dazu irgendwo noch rumflattern. Ich weiß aber nicht wo. Irgendwo auf dem Speicher im Karton. Irgendwo. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe die das letzte Mal noch in den Finger gehabt. Das ist immer so. Vor zwei Wochen. Also die lasse ich. Die waren hier oben oder was? Auf dem Speicher. Ja, ja, Speicher oder im Kinderzimmer bei den Kindern. Mhm. Die hatte ich ja so als Erinnerung. Da kann man ja, wenn man die sauber macht, die Scheibe, die ist ja weg. Die Scheibe fehlt leider, ne? Die ist ja kaputt gegangen. Irgendwann mal. Okay, was wollt ihr dafür haben? Irgendwann noch? Weiß nicht. Wie viel sagt ich du würde mal sagen, ich würde es tatsächlich sagen, weil die echt, die würde ich mir tatsächlich einfach wahrscheinlich ein bisschen sauber machen und so hinstellen, wenn die nicht mehr gehen. Ja. Weiß ich nicht. Ich will nicht unverschämt. Pro Stück 2 Euro? Ja, komm. Was ist es? Das ist eines der ersten Telespiele, die es so gab, mit dem Balken. Ja. Siehst du, die hatte ich auch in den Finger gehabt und dann habe ich mir gedacht, heutzutage macht das ja keiner. Ach, krass. Das ist ja noch von, wie gesagt, von früher, ne? Ja, klar. Das muss angeschlossen werden, ne? Ach, krass, okay. Ja, das ist sind das Spiele drauf gespeichert oder was? Ja, achso, das ist Pilot, Squash, Fußball, Tennis. Genau, ja. Wie viel kann man das so einstellen? Da. Und das ist dann halt nur links, rechts. Ja, der, nee, das wird ja immer bis zu einer bestimmten Endzahl gespielt. Was weiß ich, 10 zu 9 und dann hast du dann deinen ersten Sieg oder so. Ach, ist das dieses auf dem Bildschirm, wo einer links, einer rechts? Schwarz-Weiß-Gedöne da. Cool. Ja, wie gesagt, früher noch. Ja. Ja, der noch funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Ja. Was kostet sowas hier bei euch? 5? 5? Ja. Die hat die auch im. Das hat auch nicht jeder. 40. Schöne Sachen. Guck mal, hier noch das. Die hast du nicht mehr. Ja, das ist ein. Ja, dieses Lenkrad mit dem Gaspedal. Ja. Ich glaube, hattest du den Zauber gemacht? Ja, was machen wir denn? Also dann, vielleicht würde ich das auch noch nehmen, das zusammen noch. Ja. Und den Rest machen wir irgendwann mal nächste Woche oder sowas. Oder übernächste Woche. Ja, 10 hängen die im zusammen. 10. 7. 8. 8. Machen wir. Okay. Gut, dann nehme ich das auch noch mit. Cool, dankeschön. Ja, bester Stand. Auch wieder super liebe, super nettes Ehepaar. Ich habe ein bisschen mit denen gequatscht. Man kam gut ins Gespräch. Die Kinder auch mein Alter, knapp 30. Und ja, dann fing es erstmal an. Ich habe dann gefragt, gibt es hier vielleicht oder haben sie Konsolenspiele? Und dann kam er mir entgegen. Ich sah das hier erstmal. Und ich sagte, oh mein Gott, wie geil. Aber ich finde es trotzdem immer noch geil. Aber die Zustände, Leute, schaut euch mal an. Hey. Der ist von Stefan hier gewesen, ne? Falls jemand fragt. Ja, die haben beide keine Scheibe mehr. Der ist natürlich ordentlich verrappelt. Kann man natürlich alles fixen, ne? Ist natürlich mit etwas Arbeit verbunden, aber die sind schon sehr, sehr, sehr stark gebraucht, die Vorderseiten. Die Rückseiten, finde ich, gehen. Die haben auch beide die Klappen. Gucken, wie die von innen aussehen. Ja, die sehen auch gut aus von innen, muss man einfach mal sagen. Ja, pro Stück 2 Euro. Auch aufgrund des Zustands, ich habe dennoch gesagt, okay, komm, nimmst du trotzdem mit. Dann nochmal weitergesprochen, weitergeredet. Und dann geht er auf den Söller und sagt dann, ihr habt noch so eine alte Konsole. Ich weiß nicht genau, was das ist. Er kommt mit dem Ding hier um die Ecke. Leute, noch nie gesehen, ne? Noch nie gesehen. Zieht euch das mal rein hier. Telesports. Boah, Fernsehspiel Telesports. Leute, wisst ihr, was das ist? Das ist, glaube ich, dieses Ding, hat er mir erklärt. Da kannst du hier die einzelnen Spiele einstellen, wo du auf dem Fernseher links und rechts die Sachen hast und dann hoch und runter
bewegen kannst und dann immer wie so ein Ping-Pong-Spiel quasi. Gab's mit Anleitung. Leute, wenn da jemand Ahnung von hat, schreibt mal bitte in die Kommentare, was sowas ungefähr wert ist. Ich habe einen Fünfer bezahlt. Sehr fairer Preis. Sehr fairer Preis. Für einen Fünfer nimmt man sowas doch immer mit. Und stand das dann auch noch da. Racing Reel für die Nintendo GameCube. Die sind auch gar nicht so günstig, habe ich bei der Recherche gesehen. Ja, freue ich mich drüber, Leute. Ja, kann man auch nicht genug von haben eigentlich, ne? Die werden ja auch schnell dreckig. Habt ihr noch mehr irgendwie Spiele, Gameboy oder sowas? Auch kein Gameboy, nix. Habt ihr die hier? Ja, hier. Ich guck mal. Was soll das hier kosten? Also da hätte ich gerne nur noch 20 Euro für. Hm. Weil halt also auch. Spiele sind halt ja, hier auf ist der Festplatte. Ach so, okay, schade. Ach so, okay. Das sind halt 1 Terabyte. Ja, das alles, was zu der Wii gehört, weil... Ach okay, da ist alles drauf gespielt quasi. Ja. Alles Spiele, da schließen sie die Festplatte an und haben dann 1 Terabyte, wo sie dann... Ah, okay, okay, okay. Da ist alles drauf. Schlag den Raab und so, ne? Spyro, also Super Mario. Ja, das ist auch mit dabei. Ich habe alles, da war ich gestern Abend nur bei Lügen, weil ich habe noch einen Spatzen. Ja, klar. So. Ja, wollen wir das nicht verkaufen? Nee. Nee? Wirklich nicht? Du hast doch Game Boy Color. Ja, natürlich. Den wolltest du nicht verkaufen? Nee. Für gutes, Geld? Nee. Nee. Das spielen sowas. Immer, wenn der Kleine dann im Bett liegt und ich dann meine, ich müsste jetzt selber nochmal zurück in die 90er. Ja, das stimmt. Dann ja. Pokémon Gelb rein. Ja, das ist schon cool. Wenn ich dann wieder in die neue Generation will, dann ja. Mache ich einfach die Switch an. Was soll das alles kosten? 20? Oh, ja. Oh, das ist natürlich auch viel. Den Karton haben sie nicht mehr dazu natürlich, ne? Nee. Dieses Let's Sing für die Nintendo Switch, da müssen wir nochmal kurz... Ich hab jetzt drüber quaken. Was wäre letzter Preis? Ja, genau, also was heißt letzter Preis? Ne? Das ist natürlich immer blöd. Das ist ja ein cooles Teil. Ist aber gebraucht, ne? Also das sieht jetzt so sehr gut aus, alles, ja, habe ich gesagt. Ne? Dabei. Können wir hier einen Zehner machen? Da würden sie mich und meine Freundin auf jeden Fall glücklich machen. Beziehungsweise schöne Stunden zu zweit. Ja, okay. Ah, mein Kerzenschein. Nee, ja, kann man das machen? Okay. Wunderbar, dann nehme ich das jetzt. Dankeschön. Zehner. Ich glaube, ich habe sogar Zehner. Viel Spaß. Und guten Verkauf. Und nächstes Mal die Gameboys, ne? Nee. Meine Gameboys, die bleiben schön. Nein, die schön in der Schublade. Diese Spiele oder was? Da muss ich gleich mal oben kramen. Ich hab da bestimmt doch noch was rumfliegen. Ja? Mal so mal fragen, ja. Wenn sie nachher nochmal vorbeikommen. Ich weiß nicht, was das ist. Für Nintendo. Und sind sie dann hier oder sind sie dann zu Hause? Weil nee, ich bin Schwiegermutter. Ah, okay. Ich überleg das dann mit oder gib ihr das. Könnten sie das, wie lange brauchen sie ungefähr? Wissen wir auch nicht, ne? Wenn es auf die Kleine aufpasst. Darf ich eben warten hier? Ja, ich möchte doch nicht aufdringlich sein. Dankeschön. Also Kindheitserinnerungen, cool. Die Spiele. Geht in die Küche oder ins Wohnzimmer. Cool. Glücklich. Ich muss den Kleinen vorne holen. Boah, das ist auch super lieb, ey. Perfekt. Ich habe jetzt alles mit runtergebracht. Ich kenne mich damit nicht aus. Was wir gucken. Noch gewesen ist. Das ist so ein Adapter für ein Nintendo Advance, glaube ich. Da würde ich aber auch, hätte ich auch Interesse dran grundsätzlich. Hast du die... Ja, aber wir können doch in den Wohnzimmer gehen. Geht rein, glaube ich. Ja, geht in den Wohnzimmer. Irgendwo rumflattern. Ich nicht. Oder Nintendo oder so? Ich hatte mal den SP gehabt. Ja. Den hatte ich aber mal einen Freund ausgeliehen. Und dann war das Ladekabel weg, dann hatte ich ihn, glaube ich, aber weggeschmissen. Ach, scheiße. Okay, ja, gut. Sonst auch nichts, irgendwie ein N64 oder sowas. N64, aber die behalte ich. Ja, coole Erinnerung, ne? Das ist echt eine coole Erinnerung. Das ist echt cool. Boah, gucken. Also, ich würde dir, wenn dann tatsächlich, weiß nicht, wenn alle, willst du alle verkaufen ja, oder? Ja. Die liegen bei mir nur noch rum. Was willst du denn haben für alle? Gute Frage, ich will jetzt noch nicht zu viel dafür verlangen. Wie viele Spiele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Spiele. Was hältst du denn von, weiß nicht, 40 Euro? Ja, ist okay eigentlich. Ja? Ja, ja, kann man machen. 40 Euro. Oh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne? Danke auch so. Mach's gut, danke. Ciao, ne? Tschö. Leute, auch dieser Deal
absolut krass. Ich komme an den Stand, viele Babyklamotten und in der Garage sieht man dann hier so Singstar, Singit oder Let's Sing 2021. Habe ich tatsächlich für mich und meine Freundin, für meine Freundin und mich geholt. Gab es dann nach ein bisschen Verhandlung für einen Zehner. Dann gehe ich raus, rede etwas lauter über Nintendo, Game Boy und Pokémon. Dann kommt die Schwiegermutter der Standbetreiberin an und sagt, ach Pokémon, mein Sohn, der ist 32 oder wird 32. Der hat alles mögliche noch ein Zeug, so, ne? Ich so, ja, okay, cool. Ich möchte natürlich nicht aufdringlich sein. Wäre vielleicht doch auch ganz schön, wenn sie dann eben kurz Bescheid geben könnten. Vielleicht kann man sich dann einig werden. Ja, dann kommt der Dude da raus. Die Mutter klatscht dem vom Dachboden oder aus irgendeiner Schublade die ganze Packung Gameboy-Spiele in der Hand. Ich gehe mit dem ins Wohnzimmer. Wir gehen alles durch und wir gehen jetzt die ganzen Spiele durch, Leute. So, wir haben hier Dragon Ball Z. Alles natürlich einzelne Module, ne? Die Schlümpfe. Dann haben wir Pokémon Trading Card Game. Dann gab's Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition für den Advance. So, da haben wir's. Dann gab es, ja, Star Wars. Kein wildes Spiel, ich weiß. Tony Hawk Pro Skater 4. Zack. Dann haben wir, was haben wir noch gehabt? Super Mario Advance gab's da noch. So. Und jetzt, Leute, jetzt geht's rund. Ne? Noch eben ein Spiel, was auch cool ist, aber noch nicht so wild. Ja, dann ging's los. Mit dem Pokémon Gelb. Leider das Cover komplett am Ende. Aber gut. Es ging weiter mit Pokémon Rot. Es ging weiter mit Pokémon Gold, wie ihr gesehen habt. Module sind sehr gebraucht. Aber das Modul, was mich wirklich interessiert hat, ist echt in einem sehr schönen Zustand. Und zwar Pokémon Kristall, Leute. Guckt euch mal den Zustand an. Der ist wirklich schön. Muss man einfach sagen. Und es gab hier noch den Game Boy Advance SP Adapter oder Game Boy Advance Wireless Adapter. Der war, glaube ich, für Blattgrün und Feuerrot. Er sagte, was möchtest du geben? Und ich wusste ja, ich weiß ja, wie teuer diese Pokémon-Spiele sind. Ich möchte auch kein Moralapostel spielen, aber ich habe dem 40 Euro angeboten. Der hat gesagt, ja, machen wir. Und ich denke, ja, 40 Euro sind fairer Preis. Ja, alles in allem ein wirklich cooler Fund. Ich habe mich einfach so gefreut. Da gebe ich auch gerne dann 45 Euro. Ne? Ja, die auch da bezahlen können. Ja, da ist sie. Ja, ja. Die haben auch, glaube ich, Moin, Moin. Hast du noch mehr von diesen Spielen hier, Nintendo DS oder sowas? Oder ist das der einzige, was du hast? Oder den. Kommt drauf an, was du suchst. Pokémon-mäßig irgendwas? Ja, hätte ich. Das suche ich. Was suchst du denn bestimmtes? Boah, schön wäre sowas wie Platin oder sowas. Platinum Edition oder sowas. Das ist aber nicht für den 3DS, glaube ich. Für den DS ist das. Ja, das sind 3DS. DS-Spiele habe ich leider nicht mehr. 3DS irgendwas noch Pokémon-mäßig? Oder Zelda-mäßig irgendwas? Zelda habe ich eins. Müsst ihr das überhaupt verkaufen oder gar nicht? Zelda wäre ich gewohnt zu verkaufen, Pokémon wäre schon. Das ist schon schwieriger dann, ne? Kannst du kurz hingehen. Okay, die Konsole müsst ihr nicht verkaufen, wahrscheinlich muss er selber noch zocken ein bisschen, wa? Okay, verständlich. Ich mal gucken einmal. Silvia Wegener oder so. Was magst du hierfür haben? Ich hoffe 5 Euro. 5. Können wir zusammen 8 Euro machen? Geht das? Ich habe meinen Rucksack, glaube ich, gar nicht dabei. Ich hole den sofort. Geht das? 8 Euro? Ja. 9 Euro. 9 Euro. Ich hole mal kurz eben mein Portemonnaie, das ist nämlich da vorne. Kannst du die mir schon mal zurücklegen? Das steht da vorne mein Auto. 9 Euro hole ich dir sofort. Kleinen Moment eben, ja? Dankeschön. Welche Kiste sind die? Moin. Moin. Ja, waren sie eben bei, als wir gewogen haben. Darf ich mal einmal kurz, ja, kurz gucken? Ja. Okay, danke schön. Habt ihr auch Konsolengames oder Konsolenspiele? Was oder? Suchst du? Besten, also ich komme mit Kind der 90er, am besten irgendwas, also das ist natürlich nicht deine Epoche, ne? Ja, ich hätte, also ein Gameboy oder so wäre auch cool. Gameboy habe ich nicht, ich hätte alte DS-Spiele noch. Das wäre cool. Ich kann mal, wenn du da was hast, das wäre ja cool, das wäre nett, dankeschön.
Und kein Stress, ne? Ja, aber beeilen. Aber wäre ganz gut. Nee, cool. Versucht. Ja. Also natürlich Lego Star Wars 2 habe ich noch. Das ist natürlich ja die vier. Davon hätte ich jetzt die Karten gefunden. Ah, okay. Den Nintendo DS dazu hast du aber nicht mehr, wa? Oh, den wohl noch rumflattern. Kann ich die raussuchen. Ja? Hast also du noch mehr Spiele? Ich hätte noch 3DS-Spiele auf jeden Fall. Ich habe die Hüllen auch noch von Pirates of the Caribbean, das Lego-Spiel. Noch von Lego Star Wars, die komplette Saga, müsste irgendwo rumfliegen. Ich weiß aber nicht, wo ich die jetzt auf die Stelle finde. Also das, also ich, das, die drei wären cool, so. Ja. Da würde ich mich interessieren. Wenn du die Konsole noch findest, wäre noch cooler. Ja. Sind schon? Ja. So, mal gucken hier. Hoppala. So, mein Portemonnaie hin hier. Aber schon mal vielen lieben Dank, ne, für draufsuchen. Danke, ja, danke, danke. Freue ich mich drüber. 7 Euro. Ja. Danke dir. Jo. Hast du sonst noch Pokémon, irgendwas Pokémon-Karten technisch? Pokémon-Karten? Ja. Warte, warte. Geil. Ja, cool. Ich bin echt Sammler, ne? So, mir macht das echt Spaß, so was, ne? Gut, halt. Oh, ich muss noch fahren, das kann ich nicht. Ah. Ich muss echt noch fahren, das ist. Oh, das ist aber unangenehm. Also, ich trinke ein Schlückchen gleich, anstandshalber, okay. Und ich bezahle das auch gerne. Ja, alles gut. Ich gucke aber gerne mal durch. Also, ich weiß, da sind ein paar Schmuckstücke bei, ich schreibe mal runter. Ja, das sind alles Standardkarten. Die Wilden sind? Weiter hinten, die sind, fangen hier an. Da. Also, hier fängt es an, so langsam. Ja. Also, die sind auch relativ. Also, hier vorne sind noch alte bei, ne? Ah, okay. Also, okay. Das hatte ich mal früher als Kind noch sortiert gehabt. Ja. Also so über die Jahre, wa? Da ja, ja. 20, okay. Ja gut, ich bin 30 und ich hab, das ist auch genau meine Jugend so gewesen damals. Schon echt eine coole Zeit gewesen, ne? Muss man sagen. Ja, das sind diese. Hast du denn da eine Preisvorstellung irgendwo? Für alle so insgesamt? Ja. Boah, schwer. Schwer, wa? Ich jetzt mal. Ja, ich will nicht zu hoch ansetzen, nicht zu niedrig, ne? Ja, klar. Voll verständlich. Ich sehe einfach mal hoch an bei 200. Okay, du willst 200 haben. Okay. Also 200 ist mir ein bisschen zu viel. Weil halt viele, also völlig verständlich, ne? Da hängst du dran, da sind coole Karten. Auf jeden Fall, ne? Ist cool. Gar keine Frage. Dann gucke ich mal eben, was für mich in Frage käme. Ja, mach das. Kannst du auch raussuchen, wenn du willst. Genau. Die haben? 20 Euro. 20 Euro. Da sind ab und zu noch ein paar legendäre bei. Heilkarten halt. Ja. Normale glitzernde, sag ich mal. Ja, schon, ja. Legendenkarten. Was, sag mal, was willst du denn für die zwei Boxen haben und die Karten? Ja. 50, so 90, 100 Euro. Boah, das wird. Okay, das. Kannst du. Ich bin immer zur Verhandlung bereit, ne? Also, wenn die jetzt in gutem Zustand wären, würde ich auf jeden Fall sagen, jeden Fall. Mach ich, ne? Was hältst du denn von. Hast du zu wenig? 30 Euro für die beiden Boxen. Und die Karten. Und die Karten, genau. 40. 35? 37,50. Ist nicht wenig, Junge. Du machst das aber nicht schlecht. Du brauchst mal ein Stück Bier hier. Ja gut, komm, machen wir. Okay. 37,50 machen wir. Portemonnaie habe ich da. Ja Leute, habt ihr diese riesen M&M-Statue gesehen? Nee, in der Fresse. Habe ich schon überlegt, ob ich die mitnehmen soll, aber ich weiß nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Freundin ein paar Lava gemacht hätte. Deswegen habe ich mich auf kleinere Sachen dann fokussiert. Einmal Zelda Link Between Worlds für den 3DS. Die Anleitung war dabei. Ach, sieht gut aus. So. Und New Yoshi's Island für den 3DS. Zusammen für 9 Euro. Aber machen. Ja, wenn so ein junger Mann sagt, ich habe auf jeden Fall noch alte DS-Spiele aus meiner Jugend in meinem Zimmer liegen, freut man sich natürlich, wenn er mit solchen Spielen zurückkommt. Einmal die Diamant-Edition Pokémon. Sehr, sehr geil mit Anleitung. Einmal Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Habe ich tatsächlich vor einer Woche bei GameStop auch noch gekauft. Und dann hier Sonic Colors. Ja, habe ich jetzt mitgenommen. Alle drei für 7 Euro. Die Konsole gab es leider nicht, aber ich habe gefragt, ob der noch Pokémon-Karten hat. Und
dann ging es rund, Leute. Ja, mehr Glück kannst du nicht haben. Ich habe mich richtig gefreut wie ein kleines Kind. Der hat dann einen Tisch hingestellt, zwei Stühle, mir ein Bier gebracht. Vielen Dank nochmal, wenn du das sehen solltest. Glaube ich zwar nicht, aber vielen lieben Dank. Ich habe dann einen Anstandsschluck genommen, weil ich musste ja noch fahren. Super nett, super nette Familie. Ich habe zwei Tinboxen genommen, mir ein paar Holo-Karten, also Glitzerkarten rausgesucht und dann letztendlich gebundelt. Der Junge hat, beziehungsweise der junge Mann, muss man sagen, hat sehr gut verhandelt, ist hartnäckig geblieben. Und ich habe mir für folgende Karten dann letztendlich entschieden, die dann auch noch in den Tinboxen waren. Wir haben hier einmal Megani Holo. Also ich zeige jetzt nur die etwas hochwertigeren Karten. Ne? Die sind natürlich alle im bespielten Zustand, aber trotzdem sind da coole Karten bei gewesen. Es waren nicht alle echt, aber die meisten und die zeige ich euch jetzt. So ein Psyana Prime zum Beispiel war ganz cool. Wir haben hier noch ein, ja das ist auch echt, Ursaring Prime. Echt coole Karten dabei. Hier dieses Arceus Holo. Tolle Holo-Oberfläche. Ich gucke mal gerade, sehr viele Reverse-Holo-Karten. Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen überraschen lassen. Ich habe jetzt nicht alle Karten vorher durchgeguckt in diesen Tinboxen. Aber ich habe gesagt, komm, ich gehe das Risiko ein. Wo findet man mal sowas und wie kommt man so schön mal ins Gespräch? Kramschef Level X. Tom Nupto Prime habe ich dann noch mitgenommen. Auch eine coole Karte. Jungblut als Reverse-Holo. Vor allem, das sind so Karten teilweise auch bei, die sieht man jetzt auch nicht so oft. Ne? Auch hier dieses Viridium-Holo, dieses Holo-Foil habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Es geht weiter mit, oh, da habe ich mich auch drüber gefreut, muss ich sagen. Palkia und Dialga als Break-Legenden-Karte. Sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. Habe ich so auch noch nie gesehen. Dann noch eine Arceus-Karte. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Oh ja, hier noch zwei sehr schöne Karten. Einmal Entei als, ich glaube, das war eine Promokarte von der Tinbox. Und nochmal Entei Holo. Uiuiui, Leute. Da sind auch ein paar etwas teurere Karten dabei. Ein schönes, schönes Pikachu hier. Auch mit einem Holo-Foil. Dann haben wir hier noch ein Arctos. Auch geile Karte. Visaflor Holo. Was haben wir denn hier noch? Ja, auch noch eine schöne Karte, muss ich sagen. Es wird Zwirfins Level X. Auch nicht so günstig. Ein Suicune Holo nochmal. Auch eine schöne Karte. Ja, ihr seht, es bricht nicht ab. Richtig coole Karten dabei gewesen. Ein Chanera noch aus dem Base-Set in Holo. Ja, Galoppa in Holo. Allerdings jetzt auch nicht so wild. Ich guck mal gerade durch. Sehr viele Reverse-Holo-Karten. Ja, insgesamt ein richtig cooler Fund. Lieben Dank. Was kostet bei dir hier so eine Box? So eine Box, Schatzi. Mal will. Eine Staffel jetzt? Ja. Eine. Welche ist das denn? Also, wenn, dann würde ich alle nehmen, die hier sind. Ach, alle? Zum, cool. Ja. Ah, okay, in Ordnung. Ja, dann würde ich einen Preis machen für 15 Euro. 15 Euro, ich guck mal eben durch, ja? Ja, klar. Dankeschön. Guck mal, ich hab mal Zwiebel, aber ich glaube, die kleinen Sachen, die müssen ja eben die passen. Für Kinder, weißt du? Was haben wir denn hier? Welche ist denn das? Erste, vierte, dritte, sechste, zweite, Prison Break auch noch. Season 4, ich glaube auch. Sieht gut aus. Was könnt ihr mir denn für einen Preis hier machen, hier für, wenn ich das hier nehme, das, das und diese Schallplatte hier? Was sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? 25. Können wir uns auf 20 einigen? Geht das? Schweren Herzens. Ich muss ein Kind ernähren. Ja, ich muss eine Frau, ich habe eine Frau aus, das ist auch teuer. Ich kenne das ja, das können wir 20 machen? Ja. Dankeschön. Das ist nett.
beim nächsten Stand, nächster Deal. Ich muss sagen, ein sehr netter junger Mann mit seiner Frau. Ich habe in dieser Kiste gegrabbelt und dann echt coole Sachen gefunden, muss ich sagen. Und zwar habe ich erstmal nur ein Auge gehabt hier für die ganzen Smallville-DVD-Staffeln. Die sind alle noch soweit mit Banderole versehen. Ich glaube, Staffel 1 bis 6 ist das jetzt. Die habe ich allerdings tatsächlich mitgenommen, um zu bundeln, damit ich noch ein bisschen mehr habe als gleich nur die Sachen, die ich euch danach zeige. Da gab es ja noch die Prison Break Staffel 4 dazu, auch auf DVD, komplett. Uppala. Smallville erste Staffel, die ist leider nicht mehr sealed. Aber ich denke trotzdem letztendlich nachher für den Preis, den wir da gemacht haben, der definitiv fair. Zweite Staffel auch dabei. Ja, und dann coole Sachen, muss ich sagen. Wir haben hier Walt Disney Meisterwerke Dumbo VHS komplett verschweißt, Leute. Es gibt ja auch so einen kleinen Hype um VHS. Ich habe da nicht so viel Ahnung von, aber sowas nimmt man auf jeden Fall mit, ohne lange zu überlegen. Ja? Dann gab es noch Herkules hier mit Banderole. Einfach göttlich. Ne? Leider ist die Schutzfolie hier schon ein ganz kleines bisschen. Ich weiß nicht, ob man das genau erkennen kann, aber die hat hier schon ein bisschen gelitten. So sieht man es ein bisschen besser. Hier wurde gerade spiegelt. Hier ist ein bisschen eingerissen. Aber ich denke, insgesamt ein 20 zusammen mit... Ja, Leute, habe ich auch noch nie gesehen. Schallplatten ist für mich auch absolutes Neuland. Es gibt da echt Profis, die kennen sich da aus. Aber da wusste ich natürlich sofort, das nehme ich mit. Und zwar haben wir hier die schönsten Märchen der Gebrüder Grimm. Erstmal nichts Besonderes, muss ich sagen. Geht für ein paar Euro auf jeden Fall. Aber als ich das gesehen habe, bin ich ja fast vom Boden gekommen. Wir haben nämlich hier noch so eine Art Special Edition. Hier ist auch so ein Puzzle drin, das dieses Motiv quasi darstellt. Und, Leute, das Ding ist sealed. Einfach sealed. Für ein 20. Alles, was ich euch gerade gezeigt habe für ein 20. Wo hat man denn schon mal eine sealed Märchen-LP gesehen? Ich bin da nochmal zurück, weil ich die andere nicht mitgenommen hatte. Ja, zweimal Gebrüder Grimm. LP sealed, Leute, für ein 20. Habe ich mitgenommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen und die Funde gefallen. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt, was ihr dazu sagt und wie eure Flohmarktfunde des Wochenendes so waren. Reingehauen und Dankeschön.